Vieles ist neu an der Hafenstraße 97a. Neben einem neuen Sportdirektor haben sich gleich 14 Neuzugänge den Rot-Weißen angeschlossen. Viel Arbeit war das für den ebenfalls neuen Cheftrainer Christian Tietz. Zusätzlich zu intensiven Einheiten auf dem Rasen inklusive Trainingslager im niedersächsischen Herzlake setzte der Fußballlehrer insbesondere auf die Förderung des Miteinanders im Team. Wenn du so wie wir jetzt einen neuen Trainerstab hast mit vielen neuen Spielern, das zusammenzufügen ist immer mit einer der schwierigsten Aufgaben überhaupt, weil ganz viele neue Menschen zusammenkommen, die sich noch nicht kennen. Wir haben das neben den normalen Arbeiten auf dem Trainingsplatz, wie wir als Mannschaft fußballerisch oft reden wollen, natürlich auch in der Form, aber dass wir Workshops gemacht haben, wo wir darüber gesprochen haben, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir nach außen hin auftreten, was für eine Spielidee haben wir, wie möchten wir sie umsetzen. Wir haben gemeinsam Grillabend gemacht mit den Familien, also mit Frauen, mit Kindern und mit den Spielern zusammen. Die Mannschaft hat einen eigenen Abend gemacht. Also wir haben sehr viel versucht, miteinander auch zu unternehmen, uns gegenseitig kennenzulernen. Eines der neuen Gesichter an der Hafenstraße ist Innenverteidiger Marco Kehl Gomez. Dem 27-Jährigen kommt in der neuen Saison eine besondere Rolle zu. In der Spielzeit 2019-2020 führt er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Das ist für mich eine Riesenehre. Als Neuzugang muss man auch mal klar sagen, ist nicht selbstverständlich, dass man gleich Kapitän wird, aber ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Ich kenne den Verein jetzt nicht perfekt, aber ich weiß, was die Menschen hier erwarten von jemandem, auch als Kapitän, aber ich denke eher als Spieler auch, weil ich denke, Kapitän muss auch mit Leistung vorangehen und das ist auch das Wichtigste an einer Kapitänsfigur, dass man mit Leistung vorangeht, der Mitspieler hilft und nach außen natürlich auch eine Ansprechperson ist. Aber man muss auch klar sagen, wir haben 3, 4, 5 Spieler der Mannschaftsrat. Also ich bin nicht der Einzige, der jetzt da das Maul aufreißt oder mal meine Meinung wiedergibt. Das kann die ganze Mannschaft und das verteilt sich halt. Nicht nur die ganze Mannschaft, sondern das gesamte Stadion ist am Freitag gefragt, wenn es erstmals in der neuen Saison um Punkte geht. Vor einer 5-stelligen Kulisse eröffnen die Rot-Weißen gegen die U23 von Borussia Dortmund die Regionalligaspielzeit. Die Vorfreude darauf ist bei Trainer und Mannschaft bereits riesig. Ja, die ist bei jedem riesengroß, die Vorfreude auf den ersten Auftritt, weil du die ganze Vorbereitung daraufhin hinarbeitest. Eine Vorbereitung ist ja auch für Spieler immer etwas, was ich auch mal so ein bisschen ziehen kann, das nicht einfach ist, weil du bist auch körperlich sehr stark belastet. Dann geht es darum, letztendlich auch so ein Stück weit um den Konkurrenzkampf, um die Plätze, jeder will spielen und dann erst das Punktspiel, Saisoneröffnung, wir haben auch noch ein Freitagabendspiel vor heimischer Kulisse, eröffnen die Liga. Da fiebert jeder bei uns hin und will natürlich unbedingt spielen und will auch hier diese, wir bekommen es ja, ich habe es ja selbst erlebt, wie ich im Stadion drin war, aber es wird ja überall erzählt, diese Atmosphäre einatmen, in diesem Stadion einzulaufen und dann gemeinsam mit unseren Fans hier einen schönen Abend erleben. Also was will man eigentlich noch mehr, deshalb Vorfreude. Also wenn sich da jemand nicht freut, dann ist er da vollkommen falsch.